Hierhin, Atem. Steck mich an. Send aus deiner fernsten Ferne mir Wellen Lichts. Willkommen, arme Leutevater. Willkommen, Mundschenk. Willkommen, Herzensjäger. Bester Tränentrockner, lieber Seeleinwohner, mein Freund, mein Schatten. Einmal ausruhen für Grübler und Gehetzte, für Verkrampfte ein Aufatmen bist du. Unmöglich schönes Licht. Überström den Abgrund meines Herzens. Dir so vertraut. Gott bist du. Ohne dich ist alles Nacht und Nebel. Grausamkeit. Schuld. Aber du machst reine, verwelkt meine Blüte, gib Wasser, salb meine Wunden. Ich sage dir ja, tu nein. Vergilt meinen Zweifel mit Freundschaft, 7-mal, 1000-mal. Nichts bin ich ohne dich. Tod will ich zu dir hin. Dann werde ich lachen.
Wenn ich rufe, höre mich doch, Gott, du mein Retter. Als ich am Ersticken war, hast du mich beatmet. Hast du mich wiederbelebt? Du warst mein Atem. Hör mich also noch einmal. Verzeih die Bittelei und höre mich an. Ihr Gewaltmenschen, wie lange noch wollt ihr mir ans Leben? Und warum lebt ihr zum Schein? Warum euer Lügenleben? Selah. Ihr könnt es doch sehen. Es ist ein Wunder, wie er den Seinen hilft. Ja, er ist es, der mich hört, wenn ich schreie. Lasst euch aufrühren. Kommt zu euch. Geht in euch. Werdet still. Selah. Bringt wahre Opfer. Setzt eure Hoffnung auf ihn. Denn ich habe gehört, wer hilft uns schon zum Glück? Herr, zeige dich uns in deinem Glanz. Und du wirst uns eine größere Freude ins Herz legen, als andere, die Freude bei Brot und Wein im Überfluss haben. Ich werde mich getrost hinlegen und einschlafen. Dies ist mein Nachtgebet. Du allein lässt mich in Frieden schlafen. Die Blau mit Pendel, die
Ich höre mich atmen. Mein angespanntes Atmen. Das rechte Knie gegen die Tischplatte gepresst, der Oberkörper vorgebeugt, der Kopf verdreht.
Ich höre mich singen. Oder ist es ein Summen? Es ist eine Membran. Durch die zarte Wand, die 80 Mal dünner ist als ein Blatt Papier, tritt der Sauerstoff über ins vorbeirauschende Blut. Ja, es ist ein Summen. Aber wo beginnt es? Und wo endet es? Wo vermischt es sich mit dem aufsteigenden Singen? Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will ihn preisen, solange ich lebe. Singen und spielen ihm, solange ich da bin.
Verlasst euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen. Von ihnen ist keine Hilfe zu erwarten. Und wenn ein Mensch aufgehört hat zu atmen und er zur Erde zurückkehrt, ist es aus mit seinem vollen Terminkalender und seinen Projekten. Wohl dem, dessen Sicherheit dann der Herr ist, der alte Gott, auf den alle Hoffnung gesetzt war. Es ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was lebt. Er ist einer, der dem Leben treu ist, solange es Leben gibt. Den Unterdrückten dieser Welt verschafft er Recht. Den Hungernden dieser Welt gibt er zu essen. Die Gefangenen befreit er. Die Blinden werden sehen. Die Niedergeschlagenen werden aufrecht gehen. Die Fremden wird er schützen vor der Fremdenpolizei. Die Randfiguren des Lebens, alle, die ohne Lebensversicherung leben, wird er leben lassen. Der Herr liebt den Menschen, der gerecht ist. Die Schritte des Vermessenen aber, die regiert er zum Abgrund. Der Herr ist König auf ewig. Dieser dein Gott, Zion, herrscht auf immer und ewig. Halleluja.
Streifen. Striche. Aus einem Schneefeld steigt eine weiß fluoreszierende Linie in den Nachthimmel auf, zu den Calciumlinien der Sterne. Und Lichtjahre entfernt zieht ein Schweif aus Bleistiftstrichen über ein Blatt Papier. Feine Striche. Feine Punkte.
dicht beieinander stehende feine Striche, vereinzelte Striche, Streifen, Bänder und Streifen, Striche. Die Rückseite ist weiß. Ist weiß eine einfache Farbe? Ist weiß eine schweigende Farbe? Ist das Schweigen weiß?
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Komm herab, du Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Liebe Besucher und Besucherinnen, liebe Mitfeiernde der heutigen Vigil, unmittelbar vor dem Pfingstfest, mit den eben zitierten Worten beginnt ein Hymnus, der seit Jahrhunderten in der Liturgie von Pfingsten seinen fixen Platz hat. Hub Osterhuis, ein niederländischer Theologe und Dichter, zu seiner Zeit nicht unumstritten, hat in den 1960er Jahren diesen alten Hymnus in eine zeitgenössische Fassung gebracht. Aus Komm herab, o Heiliger Geist, hat er Hierhin Atem, steck mich an, gemacht. Und genau das ist das Motto unserer heiligen Pfingstvigil hier in der Herz-Jesu-Kirche: Hierhin Atem. Würde Hub Osterhuis heute leben, er hätte wohl eine andere Übersetzung, er hätte wohl andere Worte gewählt, denn beim ansteckenden Atem denken wir eher in unserem derzeitigen Kontext an etwas Negatives, etwas Gefährliches. Und so ist das Bild des Atems tatsächlich ambivalent. Es gibt den vergifteten Atem, vor dem man sich schützen muss, aber es gibt auch
die frische, gute, reine Luft, die zu atmen den Körper gesund und die Seele weit macht. Meeresluft einatmen, im Wald zu stehen und tief Luft zu holen. Wie herrlich ist das! Aber lassen wir die Ambivalenz und Vielfalt des Atems einmal stehen und schauen wir auf etwas anderes. Richten wir unseren Blick auf die Heilige Schrift und schauen wir, wo uns denn dort das mit dem Atem begegnet. Wir brauchen nicht lange zu blättern, wir stoßen bereits auf den ersten Seiten der Bibel, auf den Atem. Es wird dort berichtet, dass Gott den Menschen aus Lehm geformt hat und in ihm dann den Lebensodem eingehaucht hat. Schön, der lebensspendende Atem Gottes. Und dann müssen wir dann weiten Bogen machen bis zum Kreuz Jesu. Dort heißt es am Ende, Jesus hauchte den Geist aus. Dieser Hauch Jesu steht in engster Verbindung mit dem gewaltigen Brausen, in dem der Geist Gottes zu Pfingsten erscheint, die Jünger beflügelt. Genau darum geht es auch heute bei dieser Vigilfeier. Den Geist Gottes, den Atem Gottes, der immer frisch und neu ist, zu empfangen und aufzunehmen. Was kann diese kleine biblische Atembetrachtung für uns bedeuten? Zunächst einmal, es geht um die Vergewisserung einer Zusage. Dieser Geist oder der heil- und lebensschaffende Atem Gottes ist uns allen versprochen. Er wirkt unaufhörlich und zu allen Zeiten in der Kirche, aber die sichtbare Kirche ist keine Grenze für ihn. Er weht, wo er will. Überraschenderweise weht er oft sehr kräftig dort, wo man ihn am wenigsten vermutet. Etwas Großartiges, diese Zusage, dass der Geist Gottes in der Welt ist und wir daher keine Waisenkinder, nicht verlassen von Gott. Dann, die Welt ist erfüllt vom Atem Gottes. Das heißt, jeder Mensch, auch jeder, der heute hier ist, trägt diesen Atem Gottes bis zu einem gewissen Grad in sich, ist belebt und beseelt von ihm. Lernen wir es, uns gegenseitig so zu sehen, als Geistträger, als Geistträgerinnen, vielleicht verborgen, verschlüsselt, aber doch ganz real und wirklich. Dieser Blick hat das Potenzial, unser Miteinander zu verändern. Vergewisserung einer Zusage, uns als Geistträger, Geistträgerinnen sehen und schließlich eine Sensibilität für diesen Geist entwickeln, hellwache Aufmerksamkeit für diesen allgegenwärtigen Atem Gottes. Es braucht wirklich ein feines Gespür, vor allem auch deshalb, weil dieser Geist selten das Brausen des Sturmes, sondern viel öfter die Erscheinungsform des leisen Säuselns, des ganz schwachen Lufthauches annimmt. Aufmerksamkeit, ja, aber auch gegenseitig aufmerksam machen auf das Wirken des Geistes unter uns. Und dafür scheint mir eine neue Sprache und auch eine neue Kunst von ganz großer Wichtigkeit zu sein. Diese neue Sprache und neue Kunst, die oft, ohne es selbst zu wissen, beziehungsweise auch zwischen den Zeilen,
etwas vom Geist Gottes erahnen lässt. Schließen möchte ich mit einem Wort der Dichterin Rose Ausländer, damit uns der Atem bzw. die gute Luft nicht rausgeht, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir nach einem Wort von ihr im Atemhaus wohnen, denn dann werden wir leben. Im Atemhaus wohnen, eine Menschenblumenzeit, so heißt dieses schöne poetische Wort von ihr. Auf dem Weg und auf der Suche nach diesem Atemhaus bzw. den verschiedenen Atemhäusern, dazu mögen wir uns gegenseitig eine wertvolle Hilfe sein. Hierhin Atem, göttlicher Atem, steck mich an mit deiner Sensibilität für alles Lebendige, mit deinem unmöglich schönen Licht, mit deinem Gespür als arme Leute, Vater. Komm, du Tränentrockner, du Seeleneinwohner, du Freund, vor allem Freund aller Verwundeten. Komm, vergilt meinen Zweifel mit deiner Freundschaft. Komm, dann werden wir dichten und tanzen, dann werden wir singen und blühen. Komm, dann werden wir die Welt trotz allem in Freude mitgestalten. Komm, dann werden wir das Geheimnis Gottes aus tiefstem Herzen loben und preisen. Ui, 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 ui
Halleluja!
preist ihn in seinem Himmel. Preist ihn in seiner Herrlichkeit. Preist ihn seiner Welt zuliebe. Preist ihn mit euren Stimmen und Instrumenten. Preist ihn mit allem, was Klang hat. Preist ihn mit Tanz, mit allem, was sich bewegt. Preist ihn mit eurem ganzen Leben. Preist ihn mit der schönsten Musik. Preist ihn mit der schrillsten Musik. Alles, was Odem hat. Lobe den Herrn. Halleluja. Halleluja. Oh.